Ja, Peace and Justice, herzlich willkommen zu DSD, sein Midnight Figure Feature Star Wars Folge 453. Und ja, ich hatte das ja in so einem Trödel-Video schon angeteased. Ne? Hier, aus der Ghost, die Rettungsfähre. Da ich ja kein Internet habe, ne? Also man möge es mir verzeihen, ab und zu bin ich im Internetcafé, lade meine Videos hoch, guck mir ein paar Sachen an, zieh mir ein paar Sachen runter, etc. Dementsprechend kann ich jetzt auch gar nicht weiter recherchieren. Ich habe Rebels teilweise gesehen, aber auch noch nicht durch die ganze Serie. Ich weiß, dass das hier Chopper ist, ne? Get me to the Chopper. Nein, hier. Dass das Chopper ist, ne? Der Droide mit der Astromech, mit der großen Klappe sozusagen. Und ich weiß, dass das von hin, wie heißt sie denn? Ja, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Die Twi'lek, die ja die Ghost, glaube ich, führt. Hera Syndulla. Hera Syndulla, glaube ich. Die haben halt ein Schiff, die Ghost, was wohl auch sogar in Episode 9 auftauchen soll. Aber ich weiß eigentlich gar nicht, was Episode 9 ist. Andere Story. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier das Rettungsschiff der Ghost. Ist nicht ganz komplett. Hier fehlt eine Kanone noch drauf. Da kann man ja irgendwas anderes reinpacken. Ich gucke gerade, ob da... Nee. Weiß nicht, ob hier sonst noch was fehlt. Ich zeige euch jetzt gleich eh mal die zwei, drei Funktionen da drin. Das Schöne ist, hier ist noch eine Figur bei. Hier ein Kanan Yarus. Kanan Yarus. Ne, mit Waffe hier noch. Ah, die kann man leider nicht rausnehmen. Gucken wir gleich nochmal an. Die Figur habe ich aber auch schon. Ich weiß jetzt nicht, ob das dieselbe ist. Müssen wir gleich mal vergleichen halt mit der, die ich habe. Und ja, dann einfach mal, würde ich sagen, ran an das Schiff. Schreibt mir in die Kommentare, wie das Schiff heißt und so. Und wie gesagt, ich habe da jetzt nicht so den Plan von. Letztens hatte mir auch noch jemand geschrieben, ich weiß gar nicht. Achso, das war hier zu dem Dracula von Monster Party. Bis dato, bis ich die Figuren hatte, wusste ich halt auch gar nicht, dass es da eine Serie in den 50er von gab halt. Im Nachhinein im Netz dann geguckt, Trailer gefunden halt, Musik davon und so weiter. Da hatte ich das Video aber schon fertig halt, ne? Und ja, aber das ist halt immer gut, wenn mir dann einer schreibt halt und so. Ich meine, das ist ja okay. Also, wenn ich es nicht weiß, ne, schreibt mir rein. Man lernt ja nie aus, sag ich mal, ne? So, Funktionen und so weiter. Ich kann es euch ja schon einmal so zeigen, aus der Weite. Das könnten schon Flügel sein. Ich habe es in einem anderen Video auch schon gesagt. Oben noch so eine Finne drauf, hier so eine Flosse. Dann ist es so ein kleiner Vorläufer vielleicht vom von der Lambda-Shuttle-Klasse hier. Ja, das wäre schön, das geht noch raus. Ganz schön lang auch die Kanonen so. Ist jetzt nichts hier mit Batterie und so weiter. Aber wie gesagt, Details schauen wir uns jetzt aus der Nähe an. Und ja, gucken, ob wir den Chopper noch irgendwo unterbringen können. Und ja, gut, dann ran an das Schiff. Auf zur Rettungskapsel. Ne? Wir müssen weg von hier. So, da haben wir es noch mal ein bisschen aus der Nähe. Das Schiff unseres Vertrauens, ne? Was uns weit, weit weg von den imperialen Streitkräften bringen wird und so weiter. Ich habe da nicht so wirklich Ahnung von, weil, wie gesagt, ich habe noch nicht alles von Rebels gesehen und so. Deswegen weiß ich nicht, was es damit auf sich hat, wie da was sein wird und so weiter. Ich finde es von der Form ist aber irgendwie geil. Hat auch, erinnert mich ein bisschen auch irgendwie an Kampfstern Galactica. Ich weiß nicht, das ist halt diese typischen Formen. Obwohl, wenn man so guckt, das sieht hier schon wieder aus wie so ein, ja, wie so ein Tankerschiff oder so halt, ne? Gut, da ist halt Personen dann drin, die gerettet werden. Wenn man mal guckt, ne? Wir haben hier, das sind Aufkleber, okay, das sind Aufkleber. Das könnte ja schon fast hier wieder irgendein Special-Emblem sein. Das würde ich auch gerne mal wissen, ob das irgendwie von Hera Syndulla da irgendwie was zu sagen hat oder so. Schön auch hier noch so ein paar Technik- Markierungen, ne? Von vorne. Hier so ein Kühler, das Cockpit. Da gehen wir gleich eh nochmal dran. Hier haben wir noch einen Aufkleber drauf, hier oben. Ja, das ist schon geil, ne? Ja, wie gesagt, hier fehlt eine Kanone. Da gucke ich mal nach, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Kann man da ja noch drauf machen, das Geschütz. Ich hoffe nicht, dass das so ein Riesenteil ist mit so einem Nerf oder so. Das wäre nämlich nervig. Hier sehen wir gleich schon, hier können wir dann, ja komm, ich mache einfach mal auf, wenn wir schon dabei sind. Na, hier Innenseite, oh, wir sehen, ein blinder Passagier, beziehungsweise gehört er ja dazu. Figurenmäßig gucken wir jetzt gleich auch mal. Oh, der kann hier drin wohl stehen. Packholes, Bierpacks sind jetzt hier nicht drin. Ich weiß nicht, was das hier sein soll.
Weil da kann ja jetzt nicht wirklich, ja, der Droide passt da nicht zwischen. Eine Figur auch nicht, weil dann kannst du es nicht zuklappen. Du kannst hier eigentlich nur eine Figur reintun. Ich dachte jetzt natürlich, dass in diesen Bereichen könnten dann so die Figuren sitzen. Dann hättest du hier 2, 4, 6 Stück, ne, die so sitzen würden. Warte, ich hole mal aus dem Cockpit eben hier. Hier ist ja noch einer drin. Wir haben ja hier unseren Hero, den Jedi, ne, Kanan Yarus heißt er, oder? Und wenn wir jetzt hier, ja, kannst du hinsetzen, dann baumelt der natürlich ganz schön durch die Gegend hier. Das ist ein bisschen schade, da hätte ich hier irgendwas gefunden. Aber ich meine, wenn man die so setzen würde, ne? Die würden halt so sitzen, hier drinnen, und dann werden die Beine halt, ja, hier so. Ja, es würden dann 2 nebeneinander passen. Also 3 ist schon schwierig, aber da hätte man noch irgendwas machen können. Aber ist ja egal, es ist Mini-Rig, ein größeres Mini-Rig, ne? Finde ich nicht verkehrt. Ich habe hier gleich noch eine Vergleichsfigur, weil ich gehe davon aus, dass die jetzt auch dabei war, weil der stand ja hier halt, ne? Ich habe hier noch eine fast ähnliche, aber das gucken wir uns gleich an, weil der hat ein Headset auf und so weiter. Ja, von innen, sowas, wie gesagt, immer geil. Einfach so ein bisschen Struktur da drin halt, ne, den Boden und so weiter. Das ist Star Wars, das sieht super aus. Das gefällt mir einfach auch alleine hier dann der Deckel sozusagen. Hier haben wir noch so ein kleines Kommunikationspanel, irgendwie, wo du da drücken kannst und so weiter. Das ist schön. Hier noch ein kleiner Aufkleber. Ich weiß jetzt nicht, ob hier welche fehlen, aber macht nichts. Hier das Heck. Na, hier die. Das wäre natürlich schön gewesen. Man könnte hier drehen und könnte dann gleich die nächste Aktion damit starten. Von hinten, das sieht cool aus, erinnert mich ein wenig wie die reingedrückten Motoren vom Snowspeeder. Spitze. Ja, jetzt haben wir hier die Seitenpanel. Das ist schön. Jetzt haben wir hier am Cockpit, hier haben wir halt noch Kanonen. Zack, die können so weit ausgefahren werden. Weiß ich nicht. Finde ich jetzt ein bisschen lang. Wäre hier jetzt ein Knopf oder so, dann hätte man hier wahrscheinlich einen Spieleffekt gehabt, dass die dann immer so machen würden. Bam, 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 bam oder so. Ne? Wenn man jetzt so guckt, das wird für mich mehr Sinn ergeben, dass die dann einfach so schießen. Weil das ist einfach zu lang, oder man müsste, hätte sie abschießen können mit so einem Federmechanismus. Aber mein Gott, ey, 8 Euro. Hier haben wir nochmal, ja, die Infos. Jetzt gucke ich gerade, ob ich es erkennen kann. 2014. Erkennt man hier eindeutig, ne? Ja. Wie gesagt, Unterseite. Ja, das sieht ein bisschen aus, als würden hier Batterien rein können oder so. Man hat jetzt auch keinen Stand dafür. Ja gut, das ist ein Gleiter, der ja so im Schiff wahrscheinlich liegt und dann rausgeschossen wird. Aus der Seite, wo auch immer. Sieht toll aus. Guck mal, hier schön verschraubt. Hier sehen wir schon, hier ist ein Metallstab drin. Weil wir das ja aufklappen können. Wie gesagt, diese Panels jetzt hier. Das wäre schön gewesen zum Drehen. Ähnlich wie die Köpfe an Jabba's Thron damals bei der Vintage oder so, ne? Zack. Beidseitig auf, klappen dann erstmal so auf. Hier sieht man dann ein bisschen Motorisierung. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ja, so ist wahrscheinlich doof. Oder es fliegt vielleicht doch so. Ich kann es euch nicht sagen. Ja, wenn ich die Finger davor habe, könnt ihr auch nicht sehen. Das ist auch nicht schön. Nein, ich gehe davon aus, dass das als Flügel, ne, dementsprechend so halt ist. Einmal von hinten so, ne? Wie ich gerade vorhin schon sagte, hier oben eine Finne drauf, dann hat es ein bisschen was von so einem Shuttle. Anscheinend fehlt hier aber auch was. Hier wird bestimmt auch noch irgendwie Kanonen reingeklemmt oder so. Vielleicht war hier eine Kanone drin drauf, wo du dann noch hier die Laser ausziehen kannst, ähnlich wie hier vorne. Das weiß ich jetzt aber nicht genau. Ich dachte gerade, ich hätte einen neuen Aufkleber entdeckt, aber die sind beidseitig gleich. Das ist auch kein Aufkleber, weil das ist ja richtig hier. Ja, das sind hier die Motoren, das finde ich auch cool. Das sieht ein bisschen mit dem Metall jetzt hier, ja, aber stört mich jetzt auch nicht. Ja, guck mal, du hast ja hier 2 Knickelemente. Man könnte es natürlich auch so machen. Weiß ich jetzt nicht, ob das Sinn ergibt. Oder, guck mal. Oh, ja, guck mal, habt ihr jetzt nicht gesehen. Jetzt ist mir das hier gerade direkt abgegangen. Okay, jetzt geht's wieder los. Basteln mit der DSD. Kann ja nicht wahr sein, jetzt kriege ich das Ding hier nicht mehr rein. Ich wollte doch nur hier die Flügel. Jetzt gehen die Batterien, jetzt sind die Akkus am Blinken. Wir brauchen einen Notstopp. Das kann doch nicht wahr sein, ey Leute. Macht mich doch jetzt nicht fertig hier. Einfach simpel hier wieder rein. Das gibt's jetzt nicht. So. Ich dachte doch gerade nur so, vielleicht sind die Flügel ja auch nur so. Da klappt gleich alles auf, bitte. Ne? Vielleicht fliegt es auch nur so. Wie so ein Speeder.
Da bin ich mir jetzt auch gar nicht sicher. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Keine Ahnung. Das ist strange. So gefällt es mir natürlich persönlich am besten. Wenn wir dann ja hier noch so Kanonen hätten. Irgendwie so hier was zum Ziehen oder so weiter. Ne? Das ist aber toll. Cockpit habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Da haben wir hier auch einfach nur den Sitz. Wo dann Hera, Kanan, wer auch immer, ne, locker drin sitzen kann. Zack, zack. Die sind halt, wie gesagt, auch ein bisschen dünner, die Figuren mittlerweile. Hier haben wir die Steuerkonsole mit leicht schräg angebrachten Aufklebern. Aber ich hätte es auch nicht besser gemacht. Hier an der Seite haben wir noch einen Aufkleber. Ne, hier nochmal. Ja, andere Seite natürlich auch. So eine kleine Konsole hier, das ist schön. Ich finde, diese Details sind hier immer schön mit so Kabeln dann noch da drin halt und so. Ne? Das ist immer super. Dass auch hier genug Beinfreiheit halt. Ja. Normale Scheibe hier von innen hier ist halt auch noch ein klein wenig Schraffurstruktur drauf halt. Ne? Das ist toll. Klappt einfach. Ja, der geht simpel auf. Ja, ich finde es, mir gefällt das echt sehr. Ich dachte erst so ein Kasten, ah nee, weil Gorminister hatte das entdeckt. Ne? Ich sag, komm, dann nimm mit. Ja, weil irgendwie musste ich es dann doch mitnehmen. So, das ist der Kanan, der da wohl bei war. Ne? Hier, wie gesagt, ja, hier die Knarre kann man leider nicht rausziehen. Das ist schade. Ich habe hier noch einen anderen, dessen Haare irgendwie matter sind, nicht am Glänzen sind. Ja. Das Ganze hier ist matt. Der ist halt echt am Glänzen. Der ist matt. Er hat halt hier noch ein Headset zusätzlich. Und guckt leicht verschmitzt so links weg. Er hat ein Lichtschwert noch dabei. Und sonst sieht der relativ gleich aus. Hier auch mit der Knarre halt das Spielchen. Ne? Da tut sie auch nichts. Ja, ist jetzt nicht unbedingt eine Figur, wo ich sage, ja super. Hier hat er halt noch eine Bemalung drauf. Hier ist der Unterschied. Der jetzt hier im Schiff war, da ist keine Schrift drunter. Hier ist nochmal irgendwie so ein Zeichen auf der Schulterglocke. Ne, das hat er bei dem anderen halt nicht. Zopf ist gleich. Ja, wie gesagt, der ist sehr glänzend. Der ist matt. Hat halt hier ein Lichtschwert noch dabei. Und ja, ich hab's, wie gesagt, ich muss auch Rebels weitergucken, weil ich finde das die ganze Serie auch nicht schlecht. Das macht auch Spaß. Erst fand ich Chopper ein bisschen nervig und so, aber ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her, wo ich glaube ich die ein paar Folgen davon gesehen habe halt. Also möchte ich gerne wissen, wie es weitergeht. Gerade in Bezug auf Ahsoka, Vader, bla bla bla. Ne? Da gucken wir mal. Ja, das war soweit die Rettungskapsel. Wie auch immer sie heißen mag. Was für eine Bezeichnung das ist, aus welchem Frachter oder so weiter. Wissen wir ja. So, er legt sich schon pennen. Ich gehe nochmal hinter den Tisch und sag euch dann nochmal Tschüss. Ne? I love toys. Huch. Bleib doch mal stehen, du Billemann. So, meine Mitleidenden. Das war dann das Ghost-Rettungsschiff. Die Rettungskapsel. Ich weiß nicht, wie es genannt wird. Ob es einfach echt nur so ein Rescue-Rettungsding ist. Sagt es mir bitte. Ne? Ich meine, dann ist das Video eh gelaufen, aber egal. Ja, hier, da wie gesagt, die zwei Kanan-Jarusse. Der eine halt mit dem Headphone hier, mit dem Kopfhörer-Dings, mit dem Talk-Ding. Und ja, ich finde es ganz cool, also ich mag diese Farben und so. Das erinnert mich ja ein bisschen auch an Y-Wing. Ne, irgendwie so Cockpit und so weiter. Und dann halt, wie gesagt, so ein bisschen Imperial Shuttle-mäßig, wenn die leichten Flugdinger ausgeklappt sind und so weiter. Ich finde es cool sowas. Geil wäre natürlich, wenn zu dem Maßstab, ich glaube eine Ghost gibt es gar nicht als Schiff, oder? Das wäre mal geil, wenn sie dazu mindestens so groß wie ein Falke hier, ne? Also wie ein alter Falke, sollte die Ghost schon sein. Die ist ja dann ein bisschen breiter, nicht so lang. Also einfach so eine Ghost, wo man das vielleicht noch reinpacken kann. Das wäre richtig cool. Und ja, Razor Crest kommt ja auch bald, ne? Ich habe jetzt schon 2 Leute in meinem Umfeld, die sich die bestellt haben. Also ich denke mal, zum Ende des Jahres werden wir so oder so ein schönes Ghost, sag ich schon. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Das kann nicht wahr sein, habe ich doch gerade noch gesagt. Moment. Razor Crest. Das wollte ich sagen. Ich muss ins Bett. Es wird spät, denn es ist ja Midnight Figure Feature. So, in diesem Sinne, genug euch wieder zugeschwallt und so weiter. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Fürs Interesse. Ich hoffe, ihr habt das Video auch durchgeguckt, ne? Und
Ja, abonnieren und so ist mir eigentlich egal. Macht, was ihr wollt. Empfehlt mich weiter. Die können mich ja abonnieren. Aber es kommt eigentlich jede Woche immer irgendwie ein Video, ein Review und Touren und hin und her und so weiter. Und wie gesagt, für die Leute, die neu hier sind, ich habe gar kein Internet. Von daher recherchiere ich auch ganz, ganz anders halt. Nicht mal eben, wenn man ein Video macht, vorher nochmal gucken hier, was ist das für ein Schiff hin und her und so. Nee, kann ich nicht. Geht nicht, muss ich auch nicht unbedingt, weil ein bisschen weiß ich was, das andere weiß ich halt nicht, aber das könnt ihr mir dann zutragen, ne? In diesem Sinne, bleibt gesund, Peace and Justice gesagt und Feierabend. Ich werde mich jetzt retten mit den Klonen hier. Nein, ist ja kein Klon, aber egal. So, tschüsschen. Wollte ich dir mal ins Cockpit? Ich weiß es nicht. Attacke!